eins. Hallo und herzlich willkommen zu Igelpeits Wochenrückblick Nummer 51. Für mich ein ganz besonderer Wochenrückblick, denn es ist Heiligabend. Ich weiß noch, wie ich mich als Kind auf diesen Tag riesig gefreut habe. Ich konnte es kaum erwarten, bis wir mit dem Essen fertig sind und es endlich Bescherung gibt. Heute freue ich mich auch auf einen wunderbaren Abend, aber ich freue mich auf Geselligkeit und einfach ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Aber dennoch möchte ich euch heute in alter Tradition den Igelpipe Wochenrückblick präsentieren. Mein Name ist Igelpipe und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Themen, die uns diese Woche so bewegt haben. Fangen wir doch einfach mal an. Volker stellt uns diese Woche seine zwei neuen Pfeifen vor. Er ist auf den Geschmack von Anton Manger gekommen. Zwei tolle Pfeifen, wo man ihn nur beglückwünschen kann. Rally Krufti stellt uns diese Woche seine Pfeifen des Jahres 2017 vor. Echte Schönheiten, tolle Pfeifen, tolle Geschichten. Und wer dieses Video noch nicht gesehen hat, sollte unbedingt unten in der Infobox mal vorbeischauen. Ein Pfeifenmacher, der hier auf YouTube kein Unbekannter mehr ist. Ich persönlich hatte das Glück, diesen Menschen auf der Pfeifenmesse in Speyer persönlich kurz kennenzulernen bei einem Pfeifchen. Wir haben uns sehr nett unterhalten und vielleicht landet ja auch mal von diesem Pfeifenmacher eine Pfeife bei mir im Schrank. Gehen soll es um Roland Kirsch. Unser lieber Mike hat sich die Mühe gemacht und hat uns Roland Kirsch nochmal explizit vorgestellt. Unser lieber Dynamel zeigt uns diese Woche, was die Lösung seines 1000 Abonnenten Giveaways ist. Und ich fand es sehr interessant, wie er das alles gelöst hat. Wenn wir jetzt schon beim Dirk sind, kann ich euch ein tolles Plauderstündchen mit dem McFlosen und dem Dirk echt ans Herz legen. Sehr interessant und für mich sind solche Videos besser wie abends Fernsehen. Also, vielleicht nehmt ihr euch mal die Zeit, lehnt euch zurück und schaut euch das tolle Video von Dirk und McFlosen einfach mal an. Ja, man merkt, dass das Jahr mit Riesenschritten zu Ende geht. Denn auch unser Pfeifengenießer 71 zeigt seine Pfeifen und Tabake des Jahres 2017. In dieser Reihe schließt sich ebenfalls Demians Pfeifenstübchen an, der das Ganze noch mit den Pfeifenereignissen 2017 kombiniert. Alles sehr interessante Videos und es macht einfach nur Spaß, diese Rückblicke zu sehen. Wenn wir schon bei Rückblicken sind, möchte ich euch einen Rückblick ans Herz legen, der sehr aufwendig produziert worden ist und der mit einigen Überraschungen auf sich warten lässt. Gehen soll es um den Pfeifen- und Tabakrückblick von unserem lieben Mike Krönchen. Ein sehr interessantes und vor allem sehr informatives Video, was sich auf jeden Fall lohnt. Meine Empfehlung hat dieses Video auf jeden Fall. Unser lieber Matt Murphy meldet sich diese Woche auch zurück mit den sogenannten Geburtstagsfreuden und testet einen Tabak. Wer dieses Video noch nicht gesehen hat, sollte unbedingt bei Tobis Video vorbeischauen. Link stelle ich wie immer alle in die Infobox. Unser lieber ostfriesischer Freund stellt uns diese Woche einen Tabak vor. Und zwar ein Tabak, der über den großen Teich kommt. Der Grey Heaven. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen für die kalte Jahreszeit jetzt eine echte Empfehlung wert. Auf jeden Fall muss ich mal gucken, ob der Grey Heaven persönlich nichts für mich ist. Seid gespannt, was da vielleicht noch kommt. Ja, einige Leute möchten gar kein Tabak- und Pfeifenjahr 2017 machen, weil es bei ihnen nicht so viele Veränderungen gegeben hat. Stattdessen zeigen sie uns diese Woche, was ihr Grundtabakbestand ist. Oliver ist so ein Kandidat, der seinen Grundbestand an Tabaken zeigt. Aber auch dieses Video kann ich euch echt
empfehlen, denn für mich war bei diesem Video der eine oder andere Tabak dabei, den ich persönlich auf jeden Fall mal versuchen möchte. Dass das liebe Trüffelschwein ein echter Genussmensch ist, das steht hier außer Frage. Aber jetzt kriegen wir ein Video zubereitet, wo mir fast kurz die Sprache weg war. Denn dort in dem Video taucht lecker Essen und ein Mensch auf, der sonst wenig vor die Kamera geht. Es geht um Tabak und Forellen und um KSO, wie ein sehr zu empfehlendes Video. Diese Woche ebenfalls zu empfehlen ist der Pfeifenatlas von Peter Friedenpfeife und Max. Diesen Pfeifenatlas werdet ihr zukünftig im Yogi-Warn-Blog vorfinden. Ein Atlas, wo die ganzen Pfeifengeschäfte aufgeführt sind, die in Deutschland verteilt sind. Auf jeden Fall ein Link, den man sich definitiv abspeichern sollte. Dass unser lieber Jürgen aus Nürnberg nicht nur Pfeifen bauen kann, sondern auch Bier brauen, das beweist er uns diese Woche, indem er sagt, er macht das sogenannte Kraftbier. Ein sehr informatives Video, was für jeden Pfeifen- und Bierliebhaber eine echte Empfehlung wert ist. Und wenn wir jetzt schon bei Schmankerln sind, kann ich euch das Video von unserem Flensburger Jungen Wolfgang mit Erbsensuppe echt ans Herz legen. Also, scheut euch nicht, klickt unten in die Infobox und ich stelle euch jetzt die Pipe of the Week vor. Pipe of the Week ist diese Woche diese schöne Jirsa, schön rustiziert, die ich gerade mit dem Petersen Weihnachtstabak rauche. So, und jetzt wünsche ich euch allen frohe Weihnachten, genussvolle Tage, lasst die Pfeifen nicht ausgehen und wir sehen uns nächste Woche und ich sag, I spread my wings and fly, euer Eagle Pipe.